Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie sich heute auf den Weg zu dieser Gedenkveranstaltung gemacht haben und so zahlreich erschienen sind. Es ist ein wichtiger Anlass und für mich eine Ehre, kurz nach der Amtsübernahme einige Worte zur Begrüßung an Sie richten zu dürfen. Ich freue mich ganz besonders, dass dieser Gedenktag wieder in Präsenz stattfinden kann, was bekanntlich im letzten Jahr nicht ging. Heute vor 83 Jahren fanden in Deutschland Ereignisse statt, die noch immer unfassbar sind und deren Ausmaß unbegreiflich ist. Jahre zuvor hat der Nationalsozialismus sich in die Seele der Gesellschaft gefressen und an diesem traurigen Tag einen vorläufigen Tiefpunkt erreicht. Einer zutiefst würdelosen, menschenverachtenden Gesinnung folgend wurden Taten begangen, die wohl niemand für möglich gehalten hätte. Jetzt im Jahr 2021 gibt es inzwischen nur noch wenige Menschen, die die damaligen Ereignisse noch bewusst erlebt haben. Es ist für uns Vermächtnis und Verpflichtung zugleich, die Erinnerung an die damaligen Ereignisse wachzuhalten. Deshalb sind wir heute hier. Ich betone das ausdrücklich vor dem Hintergrund des zunehmenden Antisemitismus in unserem Land. Wir beobachten das Tag ein, Tag aus. Es ist geradezu erschreckend, wie schnell sich Menschen auch heute noch radikalisieren. Die Corona-Pandemie führt uns das vor Augen. Inzwischen warnt der Staatsschutz vor sogenannten Widerstandskämpfern, die gegen eine vermeintliche Diktatur antreten, selbst staatszersetzend agieren und in weiten Teilen der rechten und zunehmend radikalen Szene zuzuordnen sind. Es sind keine Widerstandskämpfer, sondern Egomanen, deren Lärm und wirre Ansichten wir, weil wir in einer Demokratie leben, aushalten müssen. Aber nicht wortlos oder wegsehend. Der Antisemitismus und jegliche Form von Rassismus gründen auf verschwörungstheoretischen Fundamenten. Jeder aufgeklärte Mensch in einer Gesellschaft, deren Faktenwissen nie so umfangreich war wie heutzutage, muss dieses Verhalten verachten und das auch deutlich machen, und zwar jeden Tag. Wir dürfen nicht vergessen, sondern müssen daran erinnern, was Rassenwahn und Fanatismus angerichtet haben und noch immer anrichten können. Wir alle sind verpflichtet, hinzusehen und einzuschreiten, wenn Teile unserer Gesellschaft unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger wegen ihrer Religion, Weltanschauung, ethnischen Herkunft, aufgrund ihrer körperlichen und geistigen Fähigkeiten, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer sozialen Herkunft verachten, stigmatisieren und in jeglicher Form auch nur benachteiligen. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger gegeneinander aufgebracht werden und unsere Gesellschaft spalten. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns anlässlich des Gedenktags nicht nur heute, sondern täglich wachsam bleiben gegenüber unseren Mitmenschen in unserem eigenen sozialen Umfeld, in unserem Ausdruck, in unserer Sprache, im täglichen Handeln und auch in unserem Denken. Für eine demokratische, solidarische, tolerante und pluralistische Gesellschaft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank für den Musikbeitrag. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie heute hier im Namen des Bündnisses gegen Rechtsextremismus, mit dem ich mit Sabine Resch-Hopfstock und Michael Sante jetzt gemeinsam wirken werde. Michael Sante sprach mich im Sommer darauf an, ob ich nicht Freude daran hätte, hier mitzuwirken und mitzuarbeiten. Und ich habe ganz spontan Ja gesagt. Zu den Beweggründen gleich. An dieser Stelle möchte ich mich aber ausdrücklich ganz herzlich bei Sabine Resch-Hopfstock und Michael Sante bedanken für die langjährige Arbeit hier in diesem Bündnis und neben den kommunalpolitischen Tätigkeiten, die beide ja selbst auch wahrnehmen. Dafür euch ein herzliches Dankeschön. Das Bündnis gegen Rechtsextremismus hat in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Hanau, Morde in Halle, der Mord an Walter Lübcke, Querdenker, die den Bundestag stürmen, eine AfD, ein politischer Wolf, mittlerweile auch im Wolfspelz, eine Partei, die ganz offen diese Demokratie verhöhnt und völkisches Gedankengut zur Parteiraison erklärt. Dazu die offen vor allem aber nicht nur in den sogenannten neuen Bundesländern zur Schau getragenen Neonazi-Bewegungen, Attentate auf jüdische Menschen, weil jüdische Männer eine Kippa tragen, Fremdenhass, Antisemitismus. Eine unerträgliche Verrohung der Sprache. Ja, all diese Vorfälle, Umstände und Entwicklungen nagen an unserem System, an unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dem nach wie vor besten Gesellschaftssystem, das je in Deutschland Grundlage des Zusammenlebens war und ist. Und das, meine Damen und Herren, gilt es zu verteidigen. Und ein Tag wie der 9. November, ein Gedenken an die Pogromnacht, ist eine Pflicht für alle Demokraten, hier zusammenzustehen und gemeinsam zu bekennen, nie wieder Hass, nie wieder Fremdenfeindlichkeit, nie wieder Antisemitismus, nie wieder rechte Dominanz, aber ein lautes Ja zu unserer Verfassung, zu unserer Gesellschaft, zu unseren Grundrechten, für Vielfalt, Freiheit und Demokratie. Ich möchte an alle politisch Tätigen, und ich begrüße auch hier die Mitglieder des Rates, des Kreistages ganz herzlich, ich möchte einen Appell an alle politisch Tätigen richtigen. Wir brauchen mehr politische Bildung, meine Damen und Herren. Wir brauchen natürlich, ich sage das ganz deutlich, ritualisierte Gedenktage, um immer wieder an die fürchterlichen Verbrechen der Nazis zu erinnern und an all das auch zu denken, was passiert ist. Aber wir müssen einfach die Hintergründe und die Umstände und alles, was dazu führte, viel deutlicher in die Köpfe der Menschen bekommen. Denn leider Gottes ist es so, dass gerade diese Umstände immer mehr verschwinden, immer mehr aus der Gesellschaft herausgetragen werden. Und deshalb meine ich schon, dass wir auch auf kommunaler Ebene hier uns zusammenschließen müssen, um einfach diese Dinge auch unterjährig im Jahr zu erklären, darzustellen, insbesondere mit jungen Menschen darüber zu sprechen. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe unseres Bündnisses gegen Rechtsextremismus. Wir müssen alle verstärkt uns um politische und gesellschaftliche Aufklärung bemühen. Und wenn man allein die konstituierende Sitzung des Bundestages erlebt hat und das Gejohle, das Danebenbenehme einer Partei, einer Fraktion, dann wird das immer aktueller, dass wir in diesem Staat aktiv werden müssen und dass wir gemeinsam für diesen Staat eintreten müssen. Ja, meine Damen und Herren, aus diesen Gründen bin ich jetzt hier mit dabei im Bündnis gegen Rechtsextremismus und freue mich, mit Michael Sante und Sabine Resch-Hopfstock
gemeinsam diese Arbeit aufzunehmen. Und ich wünsche dieser Veranstaltung einen weiteren würdigen Verlauf. Vielen, vielen Dank. Hier in der Lessingstraße lebte Familie Schloss direkt neben der Synagoge. Lotte Strauß, geborene Schloss, wird 1913 noch in der Kaiserzeit geboren. Sie starb 2020 in New York. Nach dem Fall der Mauer schrieb Lotte Strauß in ihrem Buch Über den grünen Hügel, wie sie die NS-Zeit und ihre Kindheit und Schulzeit in Wolfenbüttel erlebte. Mit 7 Jahren kam ich in die Schule. Da ich im August geboren war, verpasste ich den Stichtag für die 6-Jährigen. Ich erwartete die Schulzeit mit Vorfreude und einiger Besorgnis, denn meine Eltern sagten mir, dass die Schule mehr Verantwortung erfordere und ermahnte mich, gut aufzupassen, denn dies sei wichtig für meine Zukunft. Das Wort Zukunft klang für eine 7-Jährige etwas nebulös. Auf jeden Fall war ich begierig zu lernen und neugierig auf die Schule. Meine Eltern erwarteten nicht, dass ich oder andere Kinder überhaupt vor der Schule Angst haben könnten. Die Erziehungstheorie der damaligen Zeit lautet, dass Kinder die Realität des Lebens ganz selbstverständlich akzeptieren mussten, denn man betrachtete sie als kleine Erwachsene, die zu tun hatten, was vernünftig war. Meine Schule war nicht weit von zu Hause, war keine normale Schule, jedenfalls nicht im gewöhnlichen Sinne. Sie war im Schloss bzw. in einem Flügel des Schlosses untergebracht. Demselben, das die Herzöge von Braunschweig-Wolfenbüttel 1753 verlassen hatten. Der offizielle Name war Anna Vorwerk Oberlyzeum. Wir nannten sie die Schlossschule. Als ich 1920 in die Schule kam, wurde ich mit zurückhaltender Freundlichkeit empfangen. Eine Zeit lang suchte ich ein Kaffeekränzchen auf, wo wir füreinander Klavier spielten und über unsere Lehrer redeten. Erst in späteren Jahren wurde die Kluft zwischen uns deutlich, als die Nazi-Propaganda den Antisemitismus auf eine neue Ebene des Hasses trieb und die Grenze zwischen akzeptiert sein und gerade noch toleriert werden sichtbarer wurde. Einer der Lehrer, für den ich schwärmte, wie fast alle anderen auch, war Herr Dr. Köstler, unser Mathematik- und Klassenlehrer. Er hatte persönlichen Kontakt zur Klasse, machte Ausflüge und Schulreisen mit uns und lud die Klasse öfter zu sich nach Hause ein. Es war immer anregende Nachmittage. Aber er war auch unser Mathematiklehrer und gerade damit hatte ich Schwierigkeiten. Während ich in Sprachen und Geschichte eine gute Schülerin war, bereitete mir die Algebra einige Probleme. Um das Klassenniveau zu erreichen, entschied Dr. Köstler, mir Nachhilfeunterricht zu geben. Als ich sein privates Arbeitszimmer das erste Mal betrat, überraschten mich die Bilder an der Wand. 3 davon stellten den Kaiser, Hindenburg und Ludendorff dar, die Heiligen der Monarchisten in der Weimarer Republik. Ich hatte nicht erwartet, dass auch er ein Anhänger der ultrarechten Ideologie war. Eine andere Erinnerung aus meiner Schulzeit ist mit einer Religionsstunde verbunden. Wolfenbüttel ist eine protestantische Stadt und die Schüler mussten in evangelischer Religion unterrichtet werden. Christliche Ethik und die frühe Entwicklung der christlichen Religion zählten zu den Inhalten dieser Stunden, die der evangelische Pastor Clemens hielt. Ich war das einzige jüdische Mädchen in der Klasse und wurde von der Teilnahme freigestellt. Meistens fand der Unterricht am frühen Morgen statt. Ich konnte länger schlafen, aber der Stundenplan änderte sich. Die Religionsstunde wurde in die Mitte der Unterrichtszeit verschoben. Es hatte keinen Sinn, für so kurze Zeit nach Hause zu gehen. Deshalb fragte ich Pastor Clemens, ob ich mich hinten in den Klassenraum setzen und meine Hausaufgaben machen dürfe. Er erlaubte es mir und vergaß meine Gegenwart. Eine Zeit lang funktionierte die Vereinbarung gut. Aber plötzlich, während einer Unterrichtsstunde, bemerkte ich, dass sich die Gesichter meiner Mitschülerinnen mir wie auf Befehl zugewandt hatten und viele von ihnen zu kichern begannen. Dann hörte ich, wie Pastor Clemens über die Juden sprach, die in römischer Zeit die Christen an ihre römischen Verfolger verraten hätten und dass viele Christen bei diesen unmenschlichen Gräueltaten der Juden ihr Leben verloren hätten.
Ich war betäubt und merkte, dass ich rot geworden war und nicht wusste, was ich tun sollte. Ich verstand sofort, dass ich für mich selbst und mein Ansehen in der Klasse handeln musste, um diese erfundene Geschichte zu widerlegen. Bevor ich mich zu einer Entgegnung entschlossen hatte, war der Augenblick verpasst. Dennoch musste ich diese falsche Geschichte richtigstellen. Nach der Stunde näherte ich mich Pastor Clemens, der noch an seinem Pult stand. Und ohne zu zögern erklärte ich ihm, dass ich gehört hätte, was er über die Juden und ihr verräterisches Verhalten gesagt habe. Er sollte wissen, dass auch ich Religionsunterricht hatte, aber unsere Religion lehrte uns, alle Religionen zu respektieren und keine gehässigen Theorien über sie zu verbreiten. Nachdem ich dies sehr nachdrücklich, doch ohne jede Anklage ausgesprochen hatte, drehte ich mich um, schüttelte meinen schwarzen Kopf, ging zur Tür und schloss sie mit einem Knall. Ich wusste, dass ich etwas Unerhörtes, sogar Rebellisches getan hatte und konnte nicht wissen, was die Folgen sein würden. Meine Mutter fürchtete, dass man mich von der Schule verweisen würde, aber Lehrer Steinberg, unser jüdischer Religionslehrer, hielt das für falsch. Mutter solle mich für jedes Wort, das ich gesagt habe, umarmen und küssen. Diese Geschichte ging nicht so aus, wie meine Mutter befürchtet hatte. Einige Tage vergingen, keine der Lehrer machte eine Bemerkung und ich wurde nicht zu Frau Dr. Gertrud Hase, der Direktorin des Anna Vorwerk Oberlyzeums, zitiert. Nach ein oder zwei Wochen erhielt mein Vater eines Tages Besuch. Es war Konsistorialrat Wicke, ein hoher Würdenträger der protestantischen Kirche. Er wünschte, mit meinem Vater zu sprechen. Sie zogen sich für eine, wie mir schien, lange Zeit zurück. Dann ging er schweigend fort. Mein Vater erzählte uns, dass Herr Wicke uns die Entschuldigung von Pastor Clemens und sein eigenes Bedauern überbracht hatte. Ein solcher Vorfall würde sich nicht wiederholen. Ich habe keine Ahnung, ob meine Mitschülerinnen lernten, dass das, was man ihnen beigebracht hatte, eine unrechte Beschuldigung war. Ich hörte auf, meine Schulaufgaben während des Unterrichts von Pastor Clemens zu machen und weiß nicht, was weiter in diesem Fall geschah. Diese Geschichte ist nur ein Beispiel für viele Erscheinungsformen des Hasses, den die Kirche gegen die Juden hegte und des verheerenden Einflusses, den dieser in der Verbindung mit Hitlers tödlichen Antisemitismus gewann. Die Verteidigung, die die Kirchen nach dem Holocaust verbrachten, namentlich, dass sie die Juden nicht helfen konnten, weil ihre eigene Existenz auf dem Spiel stand, hatte einen hohen Klang. Im Jahr 1932, als in Braunschweig bereits eine Nazi-Verwaltung regierte, fanden meine Eltern, dass ich die Beunruhigungen und Verletzungen nicht länger ertragen müsste. Die Situation in der Schule war unzumutbar geworden. Es schien besser, sie zu verlassen und das versäumte 11. Schuljahr an einer Handelsschule in Braunschweig nachzuholen. Dazu kam, dass wir nach Hitlers Machtübernahme ernsthaft darüber nachdenken mussten, praktische Fertigkeiten zu erwerben, die uns helfen würden, Visa zu bekommen, um auswandern und im Ausland ein neues Leben zu beginnen. Auch in der Stadt waren die Zustände für Juden unerträglich geworden. Als ich einmal mit meiner Großmutter, die inzwischen über 80 Jahre alt war und an einem Stock ging, den Kornmarkt überquerte, wurden wir von einer lauten SA-Horde belästigt, die im hässlichsten Nazi-Jargon uns hinterherrief, wir sollten Deutschland schnell verlassen. Juden raus. Unser Haus in der Lessingstraße lag nahe beim Sportplatz der Mesche, wo die Nazis häufig ihre Versammlungen abhielten. Wenn sie an unserem Haus vorbeikamen, sangen sie die schrecklichsten antisemitistischen Lieder. Das Geschäft meines Vaters ging stark zurück, da die Nazis jeden bedrohten, der mit einer jüdischen Firma Geschäfte machte. In den ersten 6 Monaten des Jahres 1933, in die der Boykott der jüdischen Geschäfte fiel, schien die Stadt geradezu vergiftet vom Hass gegen die jüdische Bevölkerung. In einer Kleinstadt wie Wolfenbüttel konnte man sich nicht in die Anonymität flüchten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Beteiligte, insbesondere liebe Schülerinnen und Schüler. In der NS-Zeit waren Rassismus, Antisemitismus und Vernichtungswille Regierungspolitik. Die Unterduldung und aktiver Beteiligung breiter Bevölkerungsschichten zur Diskriminierung, Ausgrenzung, Verfolgung, Misshandlung und zur Ermordung jüdischer Bürgerinnen und Bürger führte. Der 9. November 1938, also heute vor 83 Jahren, stellt rückblickend eine Zäsur dar. Hier wurde in aller Brutalität öffentlich sichtbar, dass jüdisches Leben im Deutschen Reich ausgelöscht werden sollte. Insgesamt wurden zwischen dem 7. und 13. November 1938 etwa 400 Menschen ermordet und 1574 Synagogen und Betstuben von Angehörigen der SS und SA zerstört. Auch in Wolfenbüttel wurde die Synagoge in der Pogromnacht durch die SS zerstört. Am 10. November 1938 verhaftete die Gestapo insgesamt 137 jüdische Männer, die im Freistaat Braunschweig wohnten oder sich dort aufhielten. Sie wurden für eine Nacht im Strafgefängnis Wolfenbüttel festgehalten und dann am 11. November 1938 über Braunschweig in das Konzentrationslager Buchenwald gebracht. Die konkreten Namen der in das Strafgefängnis Wolfenbüttel von der Gestapo Braunschweig eingelieferten bzw. verschleppten sind bekannt. Sie sind im Gefangeneneingangsbuch verzeichnet, wie der 17-jährige kaufmännische Lehrling Leon Berger als Nummer 405 des Jahres 1938. Leonard O'Brien, geboren am 6. Juli 1921 als Leon Berger in Wolfenbüttel, berichtet in einem lebensgeschichtlichen Interview im Visual History Archive der Shoah Foundation. Ich zitiere daraus eine kurze Interviewsequenz und habe diese ins Deutsche übersetzt. Unsere Familie schlief und zu dieser Zeit hörten wir draußen an der Haustür eine Menge Geräusche. Als mein Vater nach unten ging, um die Tür zu öffnen, packten ihn die SS-Mitglieder und stießen ihn zurück nach oben, sodass alle aufwachten. Meinem älteren Bruder und mir wurde gesagt, wir sollten uns anziehen, weil wir abgeholt werden sollten. Und so zogen wir uns so schnell wie möglich an. Und die Kleidung, die wir damals trugen, war sehr dünn. Wir hatten keine Zeit, nach etwas Warmen zum Anziehen zu suchen. Sein jüngerer Bruder, Ken Jakob Berger, geboren am 13. Februar 1924 in Wolfenbüttel als Kurt Berger, ergänzte diese Erinnerungen. Auch hier zitiere ich wieder aus dem lebensgeschichtlichen Interview der Shoah Foundation. Meine beiden Brüder und mein Vater wurden die Treppen runtergeschmissen und Nachbarn, die hinter der Gardine standen und mir dann später sagten, dass vor der Tür ein Lastwagen war. Eine Auslassung. An den Haaren und an den Beinen hat man sie raufgeschaukelt und auf den Lastwagen geschmissen. Und das muss ich auch sagen, diese Nachbarn standen hinter den Gardinen. Ich lasse wieder etwas aus. Sie haben weggeschaut. Ken Berger und Leonard O'Brien überlebten die Verfolgung, innerlich jedoch zerbrochen. Beide wanderten in die USA aus. Ken Berger kehrte 1954 nach Deutschland zurück. Er äußerte sich in dem lebensgeschichtlichen Interview sehr verbittert und enttäuscht, dass aus der Vergangenheit wenig gelernt wurde. Insgesamt waren ab dem 10. November 1938 infolge der Pogromnacht mindestens 26.000 jüdische Männer im Alter zwischen 16 und 60 Jahren verhaftet, kann man eigentlich nicht sagen, weil dafür braucht man ein Gerichtsurteil, also festgesetzt worden und in die Konzentrationslager Buchenwald, Sachsenhausen und Dachau inhaftiert. Erinnern muss mehr sein als bloßes Gedenken. Der innere Erkenntniseffekt stellt sich nur über den Brückenschlag in die Gegenwart und in die Lebensrealität der Nachgeborenen ein. Das ist ein Zitat von Charlotte Knobloch aus der Süddeutschen Zeitung. Was brauchen wir, um uns aktiv zu erinnern? Erinnerung braucht Wissen. Wir brauchen so viel konkretes, detailreiches Wissen, um Geschichte bzw. Geschichten erzählen zu können. Die Geschichten von Verfolgung und Ermordung müssen erzählt werden, müssen Gehör finden.
Allgemeines Wissen reicht hierbei nicht aus. Wir müssen selbst aktiv Lebensgeschichten und Lebenswege erforschen und dokumentieren, die Erinnerung transportieren und so Vergangenheit in die Gegenwart überführen. Damit unsere Geschichte bedeutsam wird, die damalige Geschichte für unsere Gegenwart, für unser Leben. So sind wir sprechfähig und die Vergangenheit bleibt bzw. wird Teil der lebendigen Gedenk- und Erinnerungskultur und wirkt damit in die Gesellschaft, in die Öffentlichkeit. Hierfür ist es wichtig, dass viele Kooperationspartner und Partnerinnen zusammenarbeiten, wie bei dieser Veranstaltung als Kooperation zwischen dem Bündnis gegen Rechtsextremismus und der Stadt Wolfenbüttel unter aktiver Beteiligung von Schülerinnen und Schülern der Leibniz-Realschule. Ein ganz wunderbares Beispiel von aktiver Erinnerungsarbeit. Das finde ich auch. Im Jahr 2020 verzeichnete das Bundeskriminalamt 2.351 Fälle politisch motivierter Kriminalität, also antisemitisch motivierter Straftaten in Deutschland, die von Polizeibehörden gemeldet wurden bei noch höherer Dunkelziffer. Im Jahr 2010 waren es 1.268 Fälle. Auch bei Anti-Corona-Demonstrationen oder im Netz vertretene Verschwörungstheorien greifen auf klassische antisemitische Bilder und Stereotype zurück. Hier heißt es aufmerksam sein, Solidarität zeigen, für unsere Demokratie kämpfen. Eine Demokratie, in der Menschen unterschiedlichen Glaubens, unterschiedlicher Herkunft und Überzeugung miteinander leben. Wir sind mit dem Wissen aus der Geschichte, auch mit unserem Wissen vom 9. und 10. November 1938 aufgefordert, einzuschreiten bei Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus. Es ist bei uns, Haltung zu zeigen für ein demokratisches und menschliches Miteinander. Die Schriftstellerin und Journalistin Lea Gorelick schreibt in der Zeit, beziehungsweise sie fordert, fasst euch ein Herz. Dieses möchte ich wiederholen. Fasst euch ein Herz. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lukanitsch, sehr geehrte Frau Staats, sehr geehrter Herr Altbürgermeister Pink, das geht mir jetzt noch ein bisschen schwierig runter, deswegen sage ich lieber Thomas. Ich darf mich zunächst bei den Rednern bedanken, Herr Bürgermeister Lukanitsch, für Ihre klaren Worte und Frau Staats, dass Sie aus Sicht der JVA-Gedenkstätte noch mal richtig auch den historischen Zusammenhang dargestellt haben. Zum Herrn Pink komme ich dann später gleich nochmal. Wir sind in Wolfenbüttel, meine Damen und Herren, im Großen und Ganzen von Katastrophen irgendwelcher rechtsradikalen Art verschont geblieben. Wenn man mal absieht von dem feigen Mordanschlag auf die Moschee im November 2002,
die auch zu einer Katastrophe hätte werden können. Gelegentliche Schmierereien und Klebereien, wo es dann immer Streit darüber gibt, ob es schon eine Sachbeschädigung ist, wenn sich Aufkleber, so wie der Volksmund Spookies sagt, restlos ablösen sollen. Diese Streitigkeit haben wir auch für Wolfenbüttel noch nicht ganz beendet. Wenn man einen Blick nach Braunschweig wirft, wo unser Kollege vom Bündnis, der Journalist David Jansen, jahrelang bedroht, beleidigt und angegriffen wird und die Staatsanwaltschaft nichts Besseres zu tun hat, ein Verfahren nach dem anderen mit fadenscheinigen Argumenten einzustellen, dann fragt man sich, wie geht das? Ein stadtbekannter Braunschweiger Neonazi erhält 2018 zwei Jahre Gefängnis wegen schwerer Körperverletzung auf Bewährung, weil er zwei Schüler vor der Schule zusammengeschlagen hat. Der gleiche verprügelt 2019, also ein Jahr später, einen Polizisten und bekommt noch mal weitere 9 Monate auf Bewährung. Wie geht so etwas? Und schließlich und endlich ist es derselbe, der 2021 in Braunschweig zum Oberbürgermeister werden wollte. Gott sei Dank hat das aber nicht geklappt. Jahrzehntelang hören wir während den Anfängen, es ist 5:05. Nein, meine Damen und Herren, es ist mindestens 12:15. 2020 hat der legale Waffenbesitz bei Neonazis 35% zugelegt. Der legale Waffenbesitz. Ich habe gedacht, wir gehen nun mal langsam los und ziehen diese Waffen ein. Da frage ich mich, wie geht sowas? Vor 20 Jahren hat sich das Bündnis Wolfenbüttel gebildet. Und ich bin manchmal schon wenig stolz, wenn ich feststelle, wie unsere Aktivitäten in der Region auch wahrgenommen werden, weil offensichtlich Braunschweig ein viel größeres Problem hat als wir. Das mag ja zu tun haben mit der historischen Entwicklung. Man könnte ja sagen, vielleicht wäre ohne Braunschweig Hitler nie Reichskanzler geworden. Aber es macht einen schon ein wenig stolz, wenn in Braunschweig festgestellt wird, wie Wolfenbüttel und Salzgitter durchaus mit solchen Neonazi-Geschichten umgeht. Das gilt übrigens auch für unsere Gedenkstätten auf dem Friedhof, wo sich die Stadt Braunschweig schwerwiegender Kritik über den Zustand der Gedenkstätten ausgesetzt sieht und Wolfenbüttel als sozusagen Beispiel dafür dargestellt wird, auch im Ausland, wie man es eigentlich richtig macht. Aber auch bei uns gibt es Kreistagsabgeordnete der AfD, die es für eine glückliche Fügung halten, wenn Flüchtlingsunterkünfte brennen. Und es gibt welche, die unliebsame Diskussionsbeiträge beantworten im SA-Jargon mit Maul halten. Mein herzlicher Dank gilt allen, die heute hier gesprochen haben. Und insbesondere natürlich Thomas Pink, den ich ganz herzlich begrüßen würde als dritten Mitarbeiter im Bündnis gegen Rechtsextremismus. Thomas, ich freue mich wirklich darauf. Dann kann ich mir einen Teil jetzt sparen dessen, was ich vorhatte. Aber Tatsache ist, dass ohne deine materielle, ideelle Unterstützung und die der Stadt Wolfenbüttel natürlich, wir nicht hierher gekommen wären, wo wir heute sind. Und dafür meinen ganz, ganz herzlichen Dank. Diese Veranstaltung ist zu einem festen Bestandteil im Gedenkjahr geworden. Frau Staats hat es noch mal auch darauf hingewiesen. Ich möchte mich gleichzeitig bedanken bei den Schülerinnen und Schülern der Leibniz Realschule und natürlich bei der musikalischen Untermalung von der Musikschule des Herrn Pobieda. Herzlichen Dank.
Ganz zum Schluss bedanke ich mich natürlich bei Ihnen, die Sie in so großer Zahl an der heutigen Veranstaltung teilgenommen haben, und möchte Sie ganz herzlich einladen in das Bürgermuseum, wo es heute noch historische Fotos aus dem Archiv von Jürgen Kumlehn gibt, unter dem Motto Wolfenbüttel, wie Sie waren. Fotos von jüdischen Familien. Herzlichen Dank und benutzen Sie die Gelegenheit, das Bürgermuseum zu suchen. Vielen Dank.